Wo ist der Rest? Das ist alles. Versuchst du mich zu beklauen? Bitte. Ich bring dich sicher zum Reden. Lass die Ruhe! Unsere Rückreise wird sehr viel aufregender sein, Todd. Der erste Hispano-Suiza war für den König von Spanien. Ist er nicht schick? Die Form ist flach und breit, aber darin verbirgt sich ein Motor von höllischer Kraft. Ist das denn klug, Miss, als Privatdetektivin? Werden die Verbrecher Sie nicht hören? Vorher werden Sie mich aber sehen. Soll ich deine Tasche halten, Mutter? Ich versuche gerade zu zählen. Du dummes Ding. Zwei Fahrkarten erster Klasse nach Ballarat, bitte. Tausend Dank, Bert. Seth, was würde ich nur ohne Sie anfangen? Das werden Sie bald wissen, Miss. Wir haben da ein paar neue Aufträge. Bei denen es weniger Ärger gibt. So ein Pech. Ich beziehe heute mein neues Haus und ich hoffte, Sie könnten mir mit dem restlichen Mobiliar helfen. Unsere alte Klapperkiste schafft keine schwere Ladung. Oh, das ist dumm. Aber Sie sollten diese Adresse aufsuchen. Dort habe ich für Sie beide ein kleines Dankeschön hinterlassen. Danke, Miss. Sehr freundlich. Entschuldigung. Vielleicht sollte ich bleiben und beim Auspacken helfen. Wäre ich da nicht nützlicher? Ich habe dich nicht mitkommen lassen, damit du nützlich bist, Dot, sondern damit wir Spaß haben. Dann werde ich mein Bestes versuchen. Ist dir klar, junger Mann, dass dich niemand wieder zusammenflicken kann, wenn du auf den Schienen zerquetscht wirst? Eddie, bleib von der Bahnsteigkante weg. Jungs eben. Der Reiz der Elternschaft hat sich mir nie erschlossen. Da sind ja unsere Damen. Gerade noch rechtzeitig. Sind die denn? Gute Reise. Sieh einer an. Die Aussicht hat sich deutlich verbessert dort. Dabei sind wir noch gar nicht losgefahren. Wie schade. Zurückbleiben bitte! Achtung, jetzt springen wir ab! Wir sind von den Docks weg, um dem Boss nicht mehr die Stiefel lecken zu müssen. Miss Fischers Stiefel sind anders. Sie müssen Mr. Johnson und Mr. Yates sein. Ich bin Tobias Butler. Tag. Ich dachte, Sie könnten eine Erfrischung gebrauchen, bevor Sie die restlichen Möbel abholen. Bitte. Ich arbeite das erste Mal für ein älteres Fräulein. Älteres Fräulein? Haben Sie Miss Fischer schon getroffen? Ich weiß, dass sie eine Verwandte des Königs ist. Das hätte Mrs. Butler sehr gefallen. Auf jeden Fall ist sie ein feiner Pinkel. Nun, es ist mir ein Vergnügen, einer ehrenwerten Lady zu dienen, die strenge Routine und ein ruhiges Leben schätzt. Komm schon, Doc! Miss! Riech die frische Luft! Bitte kommen Sie rein, Miss! Jemand dieses schreckliche Kind zum Schweigen. Yeah. Eddie, verzeihen Sie, Miss. Oberschwester Henderson. Was für eine Überraschung. In der Tat. Sonst wäre ich sicher nicht mit diesem Zug gefahren. Mr. Cotton, das reicht. Bitte halt dich da raus, Eunice.
Komm, Eddie. Und Sie können jetzt aufhören, mich so anzustarren, junges Fräulein. Hallo? Ist alles in Ordnung? Miss, was ist passiert? Was ist das für ein Geruch? Das ist Chloroform. Mutter, wo ist meine Mutter? War sie bei Ihnen? Sie war gerade noch hier. Zieh sofort die Notbremse. Die lokale Polizei ist unfähig. Hier liegt zweifellos ein Mord vor. Sie haben gewonnen, Miss. Das ist Jin. Das Spiel ist vorbei. Na, endlich. Was ist mit dem Mann mit dem kleinen Jungen? Was ist mit ihm? Es schien mir, als hege er einen Groll gegen Mrs. Henderson. Es tut mir leid, Ladies und Gentlemen, aber ich fürchte, wir werden über Nacht hier bleiben müssen. Es gibt Erfrischungen. Wir versuchen, es so angenehm wie möglich zu machen. Das darf nicht wahr sein. Ich werde in Pellaret erwartet. Hallo, Sergeant. Ich würde Ihnen gerne meine Dienste anbieten. Zerbrechen Sie sich nicht Ihr hübsches Köpfchen mit Polizeiarbeit. Überlassen Sie das lieber uns. Inspektor Jack Robinson hält meine Hilfe für unbezahlbar. Wer? Chief Detective Inspector Jack Robinson. City South. Er wäre begeistert, wenn ich ihm helfen könnte. Nun, ich werde ihm in Kürze telefonisch Bericht erstatten. Dann frage ich ihn persönlich. Oh, Constable Collins. Miss Williams. Constable Collins, wie schön. Sagen Sie dem Inspektor, ich bin gleich bei ihm. Der Inspektor ist nicht hier, Miss. Aber er hielt es für wichtig genug, Sie zu schicken? Nur um Ihnen zu sagen, ich darf zitieren, Sie sollen in Ihrem Abteil bleiben, sich bitte nicht einmischen und Ihrer Neugier widerstehen und nicht mit seinem Namen hausieren gehen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Nun, bitte versichern Sie dem Inspektor, dass hier nirgendwo ein Vorteil zu sehen ist. Nummer eins.
Sorge ist hart. Die Nacht ist noch jung. Miss Fisher, ich dachte, Sie wären in Ihrem Abteil. Ich habe es versucht, aber enge Räume beunruhigen mich. Ich bin sicher, der örtliche Sergeant hat alles unter Kontrolle. Der örtliche Sergeant könnte noch nicht mal einen Kuchenstand organisieren. Ich weiß, dass Mrs. Henderson nach dem Halt in Beckes Marsh wieder eingestiegen ist. Ich konnte sie dabei beobachten. Wo hat der Zug danach gehalten? Nirgendwo. Das ist der Express nach Ballarat. Ich weiß, dass er gehalten hat. Was ist das? Das ist eine Wassertankstation. Aber der Zug hält da nur 5 Minuten. In 5 Minuten kann viel passieren, Constable. Mir wurde gesagt, dass Sie sich fernhalten sollen. Oh. Der Constable wollte nur wissen, ob ich mich an den Halt nach Beckes Marsh erinnern kann. Das ist ein Express. Abgesehen von dem Halt zum Wassertanken, Sir. Miss Fisher, warten Sie! Es ist stockdunkel! Folgen Sie mir, Constable. Ich habe Augen wie ein Fuchs. Miss Fisher, nicht so schnell! Ungefähr hier muss der Zug angehalten haben. Miss Fisher, warten Sie! Es scheint, als wäre da etwas entlang geschleift worden. Los, Männer, nicht schlapp machen. Nein, nein, lassen Sie mich, Miss. Das ist zu hoch. Keine Panik, Hugh. Ich war auf dem Kilimandscharo. Naja, auf der ersten Wanderhütte. Was ist das? Oh, verdammt. Holen wir sie da runter. Sir. Constable Collins. Ich hoffe, Sie lassen keine Zivilisten an einem Mordopfer herumhantieren. Hallo, Inspektor. Wie war Ihre Reise? So ereignislos, wie es Ihre sein wird. Zurück in Ihr Abteil. Vielen Dank, Miss Fisher. Tja. Also, viele Quetschungen im Halsbereich. Aber sehr wenig Schmuck, wie Sie sehen werden. Wir werden das durchaus berücksichtigen, Miss Fisher. Und suchen Sie nach einem großen, aus Gold und Rosenquarz gefertigtem Collier und diamantbesetzten Ohrringen und diversen exquisiten... Gute Nacht, Inspektor. Also gut, Miss Fisher. Lassen Sie sich bitte eine vollständige Beschreibung der fehlenden Wertsachen des Opfers geben, Constable. Ja, Sir. Ich glaub's einfach nicht. Das ist sicher ein unpassender Zeitpunkt, aber fällt Ihnen irgendjemand ein, der einen Groll gegen Ihre Mutter hegte? Jeder wusste, dass Mutter schwierig war, aber ein Mord. Ich kann Ihnen nicht genug danken, Mr. Cotton. Diese Fenster sind so unhandlich und die Sache mit Mrs. Henderson ist so verwirrend. Wurde sie schon gefunden? Ihre Leiche wurde gefunden. Sie scheint ermordet worden zu sein. Ermordet? Irgendjemand hat sie an einem Wassertank erhängt. Großer Gott. Stimmt es, dass Sie sie kannten? Ja. Zu sagen, dass mir ihr Tod leid tut, wäre gelogen. Doch die Tochter schien mir ganz nett. Es muss schrecklich sein für sie. Alexander Cotton? Ja. Detective Inspector Jack Robinson. Mr. Cotton hat mir nur mit meinem Fenster geholfen. Dafür müssen Sie jetzt selber Sorge tragen, Miss Fisher. Ich muss Mr. Cotton ein paar Fragen stellen. Und worüber? Reine Routine. Sie können mein Abteil nehmen. Ich wollte ohnehin gerade gehen. Wo waren Sie, als der Zug letzte Nacht am Wassertank hielt? Im Speisewagen, ja. Zu der Zeit war ich dort. Ich bin schon weg. Und wieso sind Sie dort gewesen? Ich wollte eine Limonade für Eddie holen. Nun, er nervte mich wegen der Landwirtschaftsschau und fragte, wann wir ankommen. Ich wollte ihn beruhigen. Sie fahren also nach Ballarat zur Schau? Ich interessiere mich nicht für Landwirtschaft, aber wir haben Freikarten. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Cotton. Auf Wiedersehen, Miss Fisher. Thank you.
Fragen Sie ihn nach seinem Streit mit Mrs. Henderson. Miss Henderson, darf ich reinkommen? Verzeihen Sie mir die Frage, aber war Ihre Mutter noch im Vollbesitz ihrer Kräfte? Meine Mutter hatte viele Fehler, aber altersschwach war sie sicher nicht. Sie trat vor einigen Jahren in den Ruhestand. Damals zogen wir in die Stadt. Sie fahren also nach Ballarat, um Freunde zu besuchen? Ja, wir haben uns in einer Pension angemietet. Denken Sie, dass sie schon tot war, als sie... Ihre Mutter hat sicher nicht gelitten. Wenn sie wie Sie mit Chloroform betäubt wurde, hat sie nichts mitbekommen. Das hoffe ich. Und das alles für ein bisschen Schmuck. Es sieht ganz danach aus. Aber ihr Schmuck sah zumindest sehr wertvoll aus. Vater brachte die Diamanten aus dem Burenkrieg mit. Mutter hat sie wohl aus sentimentalen Gründen getragen. Die Polizei tut sicher ihr Bestes, um den Schuldigen und auch ihre Erbstücke zu finden, aber ich helfe gern. Eine Detektivin? Glauben Sie nicht, dass die Behörden den Fall aufklären werden? Möglicherweise. Eventuell. Es wird natürlich eine Autopsie geben. Ich weiß, wie schwer das für Sie ist, aber meine Begleitung hat im Speisewagen einen unschönen Streit mit anhören müssen. Oh, Alexander Cotton. Er und Mutter verstehen sich nicht. Wieso nicht? Seine Frau starb bei der Geburt, als Mutter noch Oberschwester im Krankenhaus von Ballarat war. Er gab ihr die Schuld. Denken Sie, dass er Mutter was angetan hat? Ich kann versuchen, es rauszufinden, wenn Sie möchten. Aber wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Danke, Miss Fisher. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Meine Mary versuchte, ihr zu sagen, dass sie kurz vor der Niederkunft stehe, aber Oberschwester Henderson sagte, sie sei noch lange nicht so weit und schickte uns nach Hause. Meine arme Mary verblutete auf dem Küchenboden, nachdem ich Eddie entbunden hatte. Sie hat ihren Sohn nie gesehen. Und Sie geben Mrs. Henderson die Schuld. Ich wäre ein Narr, das zuzugeben. Sie haben doch sicher Besseres zu tun. Noch eine Runde Gin Rummy? Ich kann Kartenspiel nicht ausstehen. Reine Zeitverschwendung. Glauben Sie, er war's? Das behalte ich ganz sicher für mich. Man hätte doch Kratzer oder Blasen, wenn man eine alte Dame den Wassertank hinaufzieht. Seine Hände sind zart wie ein Babypopo. Und wenn er Handschuhe trug? Und seltsam, dass er im selben Zug saß wie eine Frau, die er hasste. Das war nicht geplant. Er hat die Reise nach Ballarat gewonnen. Wenn das Abteil abgeschlossen war, wie sind Sie reingekommen? Ich schlug mit dem Schuh auf das Schloss. Anscheinend besitzt Ihr Schuh die Fähigkeiten eines Revolvers Kaliber 38. Ist das so? Ich darf mit rein? Besser so, als wenn Sie mir durch den Türschlitz zusehen. Der Mörder ist also entweder ein Passagier oder er ist beim Wassertanken zugestiegen. Er hat sich ihr Zutritt verschafft, hat die Tochter betäubt, möglicherweise auch die Mutter, ohne dass sich beide sonderlich gewehrt hätten. Ich konnte nichts hören. Ich vermute, dieses Fenster war geschlossen, als Sie die Tochter fanden. Eine perfekte Übereinstimmung mit Mrs. Hendersons Kleid. Nachtschwarzer Stoff, bedruckt mit einem Blumenmuster in Apricot, Rot und Oliv. Wenn Sie das sagen. Und sehen Sie hier. Selbst ich weiß, dass die Leiche rote Schuhe trug. Purpurnes Lackleder. Bei Bewusstsein oder nicht, hier ist sie jedenfalls raus. So viel steht fest. Inspektor, verzeihen Sie die Störung, aber kann ich Sie kurz draußen sprechen? Ich habe dem Inspektor nur gerade berichtet, wie ich das Opfer und meine Klientin fand. Klientin? Miss Henderson hat sich meine Unterstützung gewünscht. Und was genau hat sie dazu verleitet? Tja. Sie hat offensichtlich mein erstaunliches Talent erkannt. Nur eine Leidenschaft und ohne die geringste Wenn Sie beide hier fertig sind, Sir, würde man Sie gerne wegen eines aufgefundenen Kindes sprechen. Die Polizei.
Polizei von Ballarat hat sie am Rande der Schienen aufgelesen. Ihr Taschentuch war gefüllt mit dem Schmuck der alten Dame. Ich bin Inspektor Detective Robinson. Beginnen wir mit deinem Namen. Sie weigert sich, unsere Fragen zu beantworten, Sir. Du hast keine andere Wahl. Du wurdest mit gestohlenem Schmuck im Wert von vielen tausend Pfund geschnappt. Vielleicht gibt es doch noch Verwendung für Miss Fisher. Wie ist es im Vergleich zum Kilimandscharo, Miss Fisher? Was meinen Sie? Wieso der Wassertank, Inspektor? Man hätte Mrs. Henderson auch an irgendeinem alten Baum aufhängen können. Der Vorzug eines Wassertanks ist das Wasser, aber das Opfer wurde erhängt und nicht ertränkt. Obwohl der Tank ein sehr gutes Versteck gewesen wäre. Schon wegen der rostigen Leiter, die Sie runtergefallen sind. Ich bin nicht gefallen. Die Leiter ist unter mir zusammengebrochen. Da Sie den investigativen Fähigkeiten der Polizei wenig zutrauen, Miss Fisher, wird es Sie überraschen, dass wir Mrs. Hendersons Wertsachen gefunden haben. Allerdings. Ich meine, wenn das irgendjemandem gelungen wäre. Abgesehen von Ihnen, Inspektor. Aber leider entpuppt sich unsere Diebin als derart schwieriger Fall, dass ich Ihre Hilfe benötige. Nein, Kinder liegen mir nicht. Und Unkooperative schon gar nicht. Dann ist sie ein Fall für die Wohlfahrt. Wir beide wissen, dass das gar nichts bringt. Ich habe mein Bestes versucht. Ich bin Franny Fisher. Und wie heißt du? Wir sind gleich da drüben, wenn Sie etwas brauchen. Möchtest du reinkommen und etwas trinken? Vielleicht Zitronenlimonade? Bestechung scheint uns nicht weiterzubringen. Die Polizei wüsste sicher gerne, dass ich dich auf dem Bahnsteig gesehen habe, mit der Absicht, als blinder Passagier mitzureisen. Deine Entscheidung. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich muss gefallen sein. Ich habe mir den Kopf dabei gestoßen, als ich vom Zug gesprungen bin. Du musst mir sagen, wie der Schmuck in deinen Besitz gelangt ist. Du wurdest auf frischer Tat ertappt und die Polizei sucht nach einem Mörder. Die werden behaupten, die Dame hätte sich gewehrt, als du sie beraubt hast. Es kann ganz schnell gehen und dann bist du für immer hinter Gittern. Oder schlimmer. Ich würde nie jemanden töten. Das habe ich auch keinen Moment gedacht. Aber offensichtlich weißt du etwas. Jane. Mein Name ist Jane. Meine Schwester hieß Jane. Ein schöner Name. Miss Henderson, wie fühlen Sie sich? Besser, ein wenig. Gibt es in dem Fall schon Fortschritte? Hat die Polizei Mr. Cotton befragt? Ja, sein Alibi ist fragwürdig. Natürlich hat er ein Motiv, aber es gibt keine belastenden Beweise. Dann kann ich nur froh sein, dass Sie bei dem Fall behilflich sind. Mein Automobil wird in circa einer Stunde hier sein. Ich nehme Sie gern mit nach Melbourne, wenn Sie den Zug verlassen wollen. Ich hoffe, der Inspektor hat keine Fragen mehr an mich, aber ich will keine Umstände machen. Überhaupt nicht. Im Wagen ist mehr als genug Platz. Nun, ein Problem weniger. Ist der nicht prachtvoll, Inspektor? Bereit, Ladies? Was in aller Welt? Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 85 Meilen pro Stunde. Aber ich bin mir sicher, dass wir mehr rausholen. Constable, ist es möglich, dass Miss Fisher soeben eine Verdächtige und die Tochter der Toten gekidnappt hat? Sieht so aus, Sir.
Mr. Butler sein. Ich bin sehr erfreut, Miss Fisher. Oh, ich habe vergessen, Ihnen unsere Gäste anzukündigen. Wir waren alle so durcheinander wegen des Mordes an Junis Mutter. Ein Mord, Miss? Ich hoffe, dass sie vorher betäubt wurde, aber aufgehängt werden ist nie nett. Behalten Sie die im Auge. Sie ist eine blinde Passagierin, Diebin, und sie sollte entlaust werden. Wahrscheinlich wird die Polizei nach ihr fragen, aber dann schicken Sie sie zu mir. Oh, bevor ich's vergesse. Vorsicht mit der kleinen Tasche, meine Pistole ist da drin und vielleicht ist sie noch geladen. Natürlich, Miss. Vielen Dank für die Warnung. Dort. Was ist denn los? Ich hatte bis jetzt noch nie ein eigenes Zimmer. Es ist wunderschön. Und das ist alles? Ich dachte, es wäre immer noch die Reisekrankheit. Oh nein, Miss, ich war nicht krank. Ich hatte einfach nur panische Angst. Wie erleichternd. Dann liegt es nicht an den Polstern des Automobils. Mr. Butler, Sie haben bei der Einrichtung fantastische Arbeit geleistet. Alles ist da, wo es hingehört. Oh, danke, Miss. Würden Sie mir verraten, wie lange Miss Jane bei uns bleiben wird? Bis sie uns alles gesagt hat, was sie weiß. Sehr wohl. Mr. Alistair Herbert, Miss Hendersons Verlobter, und sein Cousin Mr. Lindsay Thompson warten im Salon auf Sie. Jonas sagte am Telefon, man hätte sie chloroformiert. Ich kenne die fatalen Nachwirkungen. Gib nicht an, Alistair. Noch ein Examen und er ist Arzt. Kann ich sie jetzt sehen? Natürlich. Dort, wärst du so freundlich, Mr. Herbert nach oben zu führen, zu Miss Henderson? Natürlich. Hier entlang, Sir. Ich hoffe, unsere legere Kleidung stört Sie nicht. Wir kommen direkt vom Rudern. Wir beide sind im Uni-8er-Team. Ihr Trainer scheint Sie hart ranzunehmen. Müssen wir nicht alle Opfer bringen? Die eigentliche Sportskanone ist R. Nur so erhält man ein Universitätsstipendium. Sind Sie auch Medizinstudent? Ich? Nein, ich studiere Jura. Ich möchte mich auf Strafrecht spezialisieren. Ein faszinierendes Gebiet. Es ist etwas Besonderes, eine Detektivin zu treffen. Haben Sie schon eine Ahnung, wer für den Mord verantwortlich ist? Ich hoffte, dass Sie mir helfen könnten. Hatte Ihre Tante vielleicht irgendwelche besonderen Feinde? Wie lang soll die Liste werden? Standen Sie Ihrer Tante nahe? Ich mochte das alte Mädchen sehr. Ich gebe zu, sie konnte ziemlich gemein sein. Und sie dachte, der arme Alistair sei zu gewöhnlich, weil sein Vater in Ballarat Knöpfe verkauft. Aber gegen mich hat sie nie die Krallen ausgefahren. Worauf führen Sie das zurück? Charme. Danke, dass ich mitfahren durfte, Miss Fisher, und auch für Ihre Hilfe. Wollen Sie wirklich schon wieder nach Hause? Ich finde, Sie sollten einen Arzt aufsuchen. Ich werde mich persönlich um Sie kümmern, Miss Fisher. Oh. Ich rufe Sie dann an wegen des Falls. Natürlich. Ich erwarte Ihren Anruf. Ich ebenfalls. Suchst du mir bitte die Telefonnummer der Universität von Melbourne raus? Ich will ein Wort mit dem Dekan wechseln. Guten Abend. Sir, bitte entschuldigen Sie, aber diese Lady drängt darauf, noch heute die kleine Jane zu sehen. Ich bin die Tante des armen Mädchens. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Mr. Butler, bitte führen Sie Miss Gay in den Salon. Sie weiß, dass Jane sich in ihrer Obhut befindet, solange unsere Ermittlungen laufen. Vielen Dank. Aber der Inspektor erwartet Sie morgen früh auf dem Revier, um zu erklären, wieso Sie ein Kind entführt haben. Nun, bis dahin ist mir sicher was Plausibles eingefallen. Gute Nacht, Miss. Wenn ich daran denke, dass sie ganz alleine durch die Nacht geirrt ist. Der Constable sagte, Sie waren so nett, ihr eine Unterkunft zu gewähren. Hat er auch erwähnt, dass sie mit Diebesgut erwischt worden ist? Oh je, Mini. Ich fürchte, meine Jane ist früher auch schon ein Langfinger gewesen. Sieh mal, deine Tante ist hier. Oh, Jane, Schätzchen. Gott sei Dank, es geht dir gut. Jetzt komm mit mir nach Hause, damit alles wieder seine Ordnung hat. Nein, ich gehe nicht dahin zurück und du bist nicht meine Tante. Also jetzt nicht schon wieder eine deiner Lügengeschichten.
Ich will ihn nie im Leben wiedersehen. Wen? Jane, Liebes, ich weiß, bei uns zu Hause ist es nicht so komfortabel wie hier, aber das ist kein Grund, sich so aufzuführen. Jetzt komm mit. Nein, bitte lassen Sie mich nicht dahin zurückgehen. Ich denke, es ist zu spät am Tag, um das zu diskutieren. Treffen wir uns gleich morgen früh auf dem Revier. Dort können Sie meinem Anwalt den Beweis Ihrer Vormundschaft über Jane vorlegen. Dann übergebe ich Sie Ihre Obhut. Lassen Sie sich bloß nicht von ihr täuschen. Sie ist ein verschlagenes Kind. Mr. Butler, bitte führen Sie Miss Gay hinaus. Sehr wohl. Sie werden von mir hören, Miss. Zweifellos. Jane, wer ist diese Frau? Wovor hast du solche Angst? Wie soll ich dir helfen, wenn du es mir nicht sagst? Ein echt übler Job, Mann. Die Arbeitsbedingungen sind schockierend. Morgen, Bert. Seth. Ich hätte gerne Informationen über diese Privatpension in Zedden. Besonders über die Vermieterin, Miss Gay und die anderen zwielichtigen männlichen Mieter der Lady. Guten Morgen, Inspektor. Ich wollte Sie gerade aufsuchen. Um sich zu verantworten, hoffe ich. Tee? Wie kann jemand so dreist sein, ein Mädchen zu verstecken, das der staatlichen Fürsorge unterliegt? Staatliche Fürsorge? Sie wissen, wie diese Orte aussehen. Und wenn diese Frau Janes Tante war, dann fresse ich meinen Hut. Das arme Kind hat sie verabscheut. Nichts davon erklärt, wie dieses arme Kind in den Besitz von Mrs. Hendersons Juwelen gekommen ist. Oder was sie mit dem Mord zu tun hat. Nun, Sie haben Glück. Ich konnte Jane überzeugen, mit Ihnen zu sprechen. Komm rein, Jane! Ich fand den Schmuck bei den Bahngleisen. Wieso hast du das nicht früher erzählt? Ich dachte, sie glauben mir nicht. Vielleicht, weil es nicht besonders glaubwürdig ist. Was hast du den Rest der Zeit im Zug gemacht? Ich habe im Gepäckwagen geschlafen. Aber als der Zug stoppte und jemand reinkam, bin ich aufgewacht. Wer war's? Ich dachte, es wäre der Schaffner. Ich habe mich versteckt und sie hatten es eilig. Ich weiß nicht, wer es war. Sie haben sich ein Seil geschnappt und sind gegangen. Du konntest sie nicht erkennen? Nein, es war zu dunkel. Aber kurz danach hörte ich Geräusche und steckte meinen Kopf raus, um zu sehen, was los ist. Und? Dabei habe ich den Schmuck entdeckt, auf den Gleisen. Er lag überall verstreut. Ich sollte dich dennoch wegen Schwarzfahrens verhaften. Warum mich? Ich war nicht die Einzige. Wer war sonst noch dort? Dieser reiche Mann in der komisch gestreiften Jacke. Du meinst Alistair Herbert oder Lindsay Thompson? Ich habe beide am Bahnsteig gesehen, bevor der Zug abfuhr. Ich weiß nicht, wer es war. Ich konnte sie nur von hinten sehen. Aber einer von ihnen sprang wieder auf. Danke, Jane. Geh schon mal nach oben. Alistair Herbert hat Eunice für meinen Geschmack viel zu hastig abgeholt. Also habe ich mich über beide Männer erkundigt. Und? Mr. Thompson, der Charmeur der beiden, hat am Ormond College ein Glücksspiel aufgezogen. Und Mr. Herbert, der Ruder-Champion, hat in Wahrheit sein Medizinstudium leider nicht bestanden. Danke. Ich werde die zwei weder in medizinischen noch in rechtlichen Fragen konsultieren. Aber wenn ich irgendwo hinrudern will, weiß ich, wen ich frage. Traumhaft. Es macht 10 Schilling die Woche, bar und im Voraus. Frühstück um 7, Abendessen um 6. Kein Alkohol, Tabak oder Frauen. Und die Miete erwarte ich immer freitags um 12. Hast du die Kleine gefunden? Oh, guten Morgen, Mr. Merton. Sie kommen mir bekannt vor. Kennen wir uns? Ja, ich habe Sie schon mal gesehen. Vielleicht kennen Sie mich ja vom Theater. Ich war früher im Tivoli. Wäre möglich. Was waren Sie? Ich bin der große Hypno. Ja, genau. Ich erinnere mich. Es freut mich, einen Bewunderer zu treffen. Das Zimmer nicht nehmen. Wieso? Was ist los? Verboten Kerl, den ich kenne.
aus dem Tivoli. Ein verdammter Hypnotiseur. Der dich zum Gackern gebracht hat? Und Eier legen? Wir tun es für Miss Fisher. Also wirst du da jetzt wieder reingehen müssen. Na los. Ich mach das schon selbst. Schon gut, Kleiner. Ich will nur ein paar Informationen. Wohnt hier ein Mädchen, das Jane heißt? Jane ist meine beste Freundin. Haben Sie sie gesehen? Sie ist jetzt an einem viel gastfreundlicheren Ort. Ruth! Komm da raus, Mädchen! Ich frage Sie nochmal, Mr. Herbert. Wohin sind Sie gegangen, nachdem Sie sich im Zug von Mrs. Henderson verabschiedet hatten? Sie machen es sich nur selbst schwer. Was ich Ihnen hier drin sage, bleibt das unter uns? Es geht direkt an den Staatsanwalt, wenn Sie nicht kooperieren. Es ist schwierig, wegen Eunice. Ich liebe Sie, das müssen Sie mir glauben. Weiter. Also gut. Ich habe fast die ganze Nacht in einer Gefängniszelle gesessen. Wieso wurden Sie verhaftet? Wegen Unzucht. Ich habe von Zeit zu Zeit gewisse Damen aufgesucht und ich schäme mich fürchterlich. Kann das irgendjemand bestätigen? Wie heißt das Etablissement? Das ist äußerst diskret. Die Polizei wird bestätigen, dass ich die Nacht in einer Gefängniszelle war. Dann ist Ihr Cousin der Alleinerbe des Nachlasses Ihrer Mutter. Es sieht ganz so aus. Er war schon immer Mutters Liebling. Ich kann es kaum fassen. Vielleicht hat Mutter erfahren, dass Lindsay Schulden hatte und wollte ihm helfen. Bei wem hatte er Schulden? Lindsay ist ein sehr lieber Mensch, aber leider wettet er gelegentlich und kann seine Spielschulden nicht mehr begleichen. Ihre Mutter hat Ihnen die Testamentsänderung nicht mitgeteilt? Nein, hat sie nicht. Ich habe erst danach gesucht, als Miss Fisher angerufen hat. Ich war wirklich schockiert, als ich den Brief in Mutters Sekretär fand. Tante Agnes Anwalt rief gestern an. Sie hat mir alles hinterlassen. Alles in Ordnung? Arme Eunice. Aber natürlich werde ich alles mit ihr teilen. Sie wirken nicht überrascht. Nun, Tante Agnes hat pausenlos damit gedroht. Sie konnte Alistair nicht leiden. Ich hätte nicht gedacht, dass sie ernst macht. Wo waren Sie, nachdem Sie Ihre Tante im Zug verabschiedet hatten? Ich war im Automobilclub auf einen Drink. Ich blieb dort länger als geplant und aß dort auch zu Abend. Kann jemand Ihre Geschichte bezeugen? Wo war Ihr Freund? Alistair Herbert. Wir waren nicht zusammen unterwegs. Er wollte wohl lesen oder lernen oder sowas. War der Club denn gut besucht? Nein, es war ungewöhnlich ruhig. Ich kann mich an niemanden speziell erinnern. An Ihren Antworten sollten Sie noch etwas feilen, bevor Detective Robinson Sie vorlädt. Halten Sie mich für schuldig? Es spielt keine Rolle, was ich denke. Aber ich erlaube mir während der Ermittlungen in einem Mordfall keine Gefühle oder sonstige Verstrickungen. Dann will ich hoffen, dass der Fall schnell gelöst wird. Wusste Eunice Bescheid, dass sie vielleicht enterbt werden würde? Natürlich wusste sie es. Tante Agnes war kein zurückhaltender Mensch. Eunice hat befürchtet, dass Alice das herausfinden könnte und sie deshalb verlässt. Sie ist eine ehrenwerte Lady. Die alte Kuh da unten wollte Jane holen, aber Miss Fisher hat sie zum Teufel gejagt. Wie ist Jane hierher gekommen? Miss Gay und Mr. Merton holten sie aus dem Waisenhaus und ein paar andere auch. Sie hat niemanden. Nicht so wie ich. Ich habe immer noch meine Oma. Irgendwo. Geht es Jane wirklich gut? Was hast du hier zu suchen, Ruth? Hat sie sie belästigt?
Mein Freund aus dem Tivoli. Wie hat Ihnen das Essen geschmeckt? Meine Eingeweide ächzen jetzt noch. Mal sehen, ob ich Ihnen helfen kann. Nein, danke. Sie sehen nur meine Augen. Sie hören nichts außer meinen Worten, meiner Stimme. Sie tun nur, was ich Ihnen befehle. Wieso interessiert sich diese Detektivin für Jane? Miss Fisher denkt, sie hätte Juwelen gestohlen. Juwelen? Wie ich Miss Fisher bereits sagte, ich war an besagtem Abend im Automobilclub. An dem Abend war niemand ihres Namens dort. Der steht nicht im Gästebuch. Ich bin von da weitergezogen. Meine übliche Runde, wie jeden Freitag. Alistair kann das bestätigen. Alistair ist nicht in der Position, etwas zu bestätigen. Er verbrachte die Nacht im Gefängnis von Carton. Hat Al ihn das erzählt? Und die Wache in Carton hat es bestätigt. Mr. Thompson, es handelt sich hier um Ermittlungen in einem Mordfall, nicht um eine nette Plauderei. Wo waren Sie? Das war ich. Auf der Wache. Al und ich haben eine Abmachung. Ich benutze seinen Namen, wenn ich mit dem Gesetz in Konflikt gerate, sodass ich als Anwalt meine weiße Weste behalte. Soll das heißen, Alistair ist tatsächlich damit einverstanden, nur damit Sie Ihre Indiskretionen vertuschen können? Dafür lasse ich Ihnen meine Unterkunft mitnutzen. Und er ist froh, wenn er meinen guten Ruf schützen kann. Wir sehen uns, grob betrachtet, sogar ähnlich. Und einer, der so ähnlich aussieht wie entweder Sie selbst oder Ihr Freund Alistair Herbert, wurde gesehen, als er den Zug nach Ballarat bestieg in der Nacht, in der Ihre Tante starb. Ich sehe, Sie begreifen jetzt den Ernst meiner Befragung. Oh, hallo, Miss. Vielleicht sollten Sie mal ein ernstes Wort mit Miss Jane reden. Wie ich sehe, gefallen euch meine Kostbarkeiten. Und wer ist das? Meine Freundin Ruth, Miss. Jetzt finde ich, schuldest du mir eine Erklärung. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ah, Mr. Merton. Hypnotiseur, Illusionist und Zukunftsforscher. Der große Hypno? Mhm. Ich offeriere meine Dienste zu Soirees, Damensalons, Geburtstagen und dergleichen. Könnte ich vielleicht mit der Dame des Hauses sprechen? Wir mussten stehlen. Er hypnotisierte die Menschen auf der Straße und wir mussten sie ausrauben. Ihr armen Lämmchen. Hier seid ihr sicher. Sie haben Besuch, Miss Fisher. Ein fragwürdiger Herr, wenn Sie erlauben. Oh gut, den haben wir erwartet. Ist er hier? Wenn der Kerl mich hier findet, dann bringt er mich um. Niemand wird hier umgebracht. Soll ich die Polizei rufen? Nein, ich kümmere mich darum. Aber er wird Ihnen wehtun, bitte. Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Mädchen, ihr bleibt in meinem Zimmer. Dort, schließ hinter mir die Tür ab. Der große Hypno. Welche Ehre. Miss Granny Fisher. Sehr erfreut. Ich war immer schon fasziniert von der Idee, mich hypnotisieren zu lassen. Ich wäre entzückt, Ihnen meine Fähigkeiten zu demonstrieren. Warum machen Sie es sich nicht bequem? Mädchen! Nein! Entschuldigung, Miss Williams! Jane! Komm zurück, lass mich raus! Jane! Sie hören nichts. Außer meinen Worten, meiner Stimme. Sie beantworten nur noch die Fragen, die ich Ihnen stelle. Und jetzt sagen Sie mir, wo das Mädchen ist. Wo ist Jane? Jane. Sie sagen mir, wo das Mädchen ist. Oder ich bringe Sie um. Hören Sie, was ich sage? Sie bringen mich um. Das wirst du nicht mit, Kerl! Du kannst das jetzt weglegen, Jane.
Die erzählen Lügen, Lady. Das sind Lügnerinnen. Ihre Meinung interessiert mich nicht, Mr. Merton. Er hat sie doch hypnotisiert. Nicht einen Moment lang. Und Sie scheinen sich auch durchsetzen zu können, Mr. Butler. 22. Bataillon AIF, Miss. Dort? Wir haben sie eingeschlossen. Wärst du so nett, sie rauszulassen, damit sie die Polizei rufen könnte? Mr. Merton und Miss Gay sitzen beide im Gefängnis. Und die meisten Familien der Mädchen sind benachrichtigt. Einschließlich deiner Großmutter, Ruth. Verzeihung, Miss Eunice Henderson ist hier, um Sie zu sprechen. Danke, Dot. Nicht weglaufen, Inspektor. Ich danke Ihnen, Miss Fisher, aber ich denke, dass ab jetzt die Polizei übernehmen kann. Der Fall ist noch nicht gelöst. Aber ich habe genug davon. Ich plane eine Reise ans Meer. Das kann ich verstehen. Wieso schicken Sie sich keine Freifahrscheine wie an Alexander Cotton? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Eine gute Tat brauchen Sie nicht leugnen. Es sei denn, es steckte mehr dahinter, was ich geneigt bin zu glauben, da Sie die Polizei wegen des Testaments belogen haben. Das Taxi wartet, ich muss gehen. Hallo, Miss Henderson. Inspektor, Miss Henderson wollte soeben erklären, warum sie plante, den Mord an ihrer Mutter Alexander Cotton anzulasten. Markante Handschrift. Und identisch mit der Schrift auf Alexander Cottons geheimnisvollen Freikarten. Abgestempelt in Hampton. Wohnen Sie nicht dort, Miss Henderson? Sie waren ein Geschenk, eine Gefälligkeit. Es ist vorbei, Eunice. Ihre Angst hat Sie leider verraten. Es ist nicht so, wie Sie denken. Es war gar nicht so geplant. Wir wollten doch nur genug für ein normales Leben. Eine Praxis, irgendwo. Wir wollten nur Mutters Schmuck. Aber irgendetwas lief schief, nicht wahr? Mutter wachte auf. Wir mussten etwas unternehmen. Wir hatten keine Wahl. Es war nicht seine Schuld. Wir hatten das nicht geplant. Die Polizei wird ihn finden, Eunice. Oder würde er ohne sie gehen? Alistair hat erfahren, dass Lindsay Mutters Erbe ist. Er ist schrecklich wütend auf ihn. Er ist ein verzweifelter Mann, Eunice. Er ist zu allem fähig. Sie müssen uns helfen, ihn aufzuhalten. Er ist im Ruderclub, um sich vor dem Training mit Lindsay zu treffen. Er wird ihm doch nichts antun. Unterschreib das verdammte Ding. Du hast die alte Kuh schließlich dazu überredet. Hab ich nicht, Herr. Ich schwör's. Ich werde euch beiden helfen. Glaub mir. Unterschreib es. Hinter dir, Alistair. Eunice, Gott sei Dank, ich liebe dich. Zurück! Verschwinden Sie! Los, oder ich breche ihm das Genick! Alistair! Das wird Ihnen nicht helfen, Herbert. Sie dürfen das nicht zulassen. Eunice, das ist unsere Chance zu kriegen, was wir wollten. Ja, du musst nur ruhig bleiben. Du machst alles nur schlimmer. Eunice, wir können immer noch fliehen. Unser Plan, das Cottage am Strand, weißt du nicht mehr? Eunice, gib mir den Revolver. Langsam. Vertrauen Sie ihm nicht, Eunice. Alistair hatte den Mord an ihrer Mutter geplant. Sie wissen gar nichts. Der Inspektor und ich wissen viel mehr, als Sie gehofft hatten. Sie wussten von dem Wassertank und wollten Mrs. Henderson darin verstecken, nachdem sie erhängt hatten. Das Einzige, was nicht geplant war, war, den Schmuck ihrer Mutter zu verlieren. Die rostige Leiter kostete ihn Zeit. Doch sein Plan wurde endgültig zerstört, als er die Ausreißerin hörte und Panik bekam. Ihre Mutter ist nicht aufgewacht, Eunice. Selbst ein Medizinstudent ohne Abschluss weiß, wie viel Chloroform er zu nehmen hat. Hat er das erzählt? Dass er durchgefallen ist? Das war der endgültige Auslöser, nicht wahr? Dass die alte Dame recht behalten hatte. Sie waren wirklich nicht gut genug. Nein. Lassen Sie ihn los! Na los. Ich vergöttere dich, Jungs. Nein, Alistair, wir haben etwas Unverzeihliches getan.
Miss Fisher? Danke, Jane. Ich war bereit, sie dir zu lassen, wenn du sie unbedingt gewollt hättest. Aber ich bin froh, sie wiederzuhaben. Wann schicken Sie mich zur Fürsorge? Ich fürchte, das kann ich nicht. Was, wenn du hierbleiben würdest? Ich bin kein wohlerzogenes Kind. Nun ja, ich war auch nie besonders brav. Es könnte sein, dass ich dich deswegen so gern habe. Marmelade und Schokolade und für 5 Schilling Tee. Die Eule saß im Himmel auf und sang ein schönes Lied. Oh, liebes Kätzchen, oh, Kätzchen, so lieb, du bist mein größter Schatz. Inspektor Robinson ist hier, Miss Fisher. Inspektor? Was verschafft mir das Vergnügen? Ich hatte eine Unterhaltung mit der Fürsorge. Sie sind einverstanden, dass Jane hier bleibt. Gut. Sie wirken nicht überzeugt. Sie wissen, dass es nicht einfach wird. Dieses Kind hatte es nicht leicht im Leben. Nichts von Bedeutung ist einfach. Und es könnte viel schlimmer sein, zum Beispiel, wenn sie ein Baby wäre. Möchten Sie einen Drink? Vielleicht. Nur ein. Wie ist es bei Ihnen mit Kindern? Nein. Nein, das blieb uns versagt. Auf alle Kinder, die es nicht leicht haben, Inspektor Robinson. Sagen Sie doch einfach, Jack. Tun alle anderen auch. Sehr gerne, Jack. Nennen Sie mich doch Briny, wenngleich das fast niemand tut. She loves me positively. Do I love her? Absolutely. Positively, absolutely, and how? Is she nifty? Positively. Under 50? Absolutely. Positively, absolutely, a wow. And was she hard to get? Did I say no? And does she love to pet? Oh, 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 oh. Oh, baby, does she love me? Positively. Do I love her? Absolutely. Positively, absolutely, and how?